zum deutschen Gesundheitsportal. Heute schauen wir uns beim Thema MS, der multiplen Sklerose, die Fatigue an. Gerade war ja der Welt-MS-Tag mit dem Thema sichtbar werden und was als Problem bei der multiplen Sklerose oft eben gar nicht so sichtbar ist, ist eins der belastendsten Beschwerden dabei, nämlich die Fatigue, die chronische Erschöpfung. Das sieht man nicht, das merkt man nicht, das wissen viele Leute auch gar nicht, wie schwerwiegend erschöpft Patienten tatsächlich sein können und was das wirklich für den Alltag bedeutet. Eine sehr, sehr belastende Symptomatik, die auch psychisch sehr mitnehmen kann. Dazu gab es jetzt eine interessante neue Studie, in der es um die Umbewertung, also ein Umdenken beim Thema Fatigue ging. Also darum, dass man der Fatigue ein vielleicht etwas Positives abgewinnen kann oder versteht, wozu sie da ist, dass sie vielleicht ein Werkzeug des Körpers ist, mit dem er versucht, sich wieder aufzutanken und aufzuladen. Dadurch ist es natürlich nicht weg, man ist dadurch nicht weniger erschöpft oder fitter, aber vielleicht kann man ein bisschen besser damit umgehen und ist weniger psychisch dadurch gestresst, dass diese Fatigue da ist. Eine weitere Studie drehte sich allerdings tatsächlich um die Behandlung der Fatigue und weniger um ihre psychischen Folgebeschwerden. Und dabei ging es um die transkranielle Gleichstromstimulation. Das heißt, man legt ein Stromsignal an den Kopf an, also von außen über die Haut wird dadurch das Gehirn in verschiedenen Stellen stimuliert. Und das heißt, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein leichtes Kribbeln auf der Haut und hatte nach diesen Daten zufolge tatsächlich einige Besserungen in der Fatigue zur Folge. Das heißt, da könnte man vielleicht in Zukunft auch was behandeln und vielleicht manche der Symptome der Fatigue ein bisschen erleichtern. Aber schauen Sie sich ruhig beide Studien mal an und gucken Sie mal rein, ob manches davon auch bei Ihnen helfen könnte. Alles Gute.